Letztes Wochenende war ich in Italien und habe dort Freunde besucht und da gab es eine Situation, wo der eine Kollege noch Zigaretten holen wollte und der hat so gesagt, ah, ich brauche noch Zigaretten. Und ich habe ihn dann gefragt, brauchst du Zigaretten oder willst du Zigaretten? Und genau um das geht es in diesem Video. Nicht die Zigaretten, sondern wollen und brauchen. Hallo Leute, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. In diesem Video möchte ich gerne mal über ein Thema sprechen, das ich eine Zeit lang in meinem Leben sehr fokussiert verfolgt habe. Und zwar geht es eben um das Thema Brauchen und Wollen. Also den Unterschied zwischen Brauchen und Wollen. Und ich sehe das einfach noch recht häufig in meinem Leben, dass ich irgendwelche Nachrichten sehe oder irgendwelche Werbung oder so mir angezeigt wird und mir ein Produkt erklärt wird und am Schluss irgendwie so ein bisschen das Gefühl aufkommt, hey, das brauchst du jetzt. Oder halt einfach mit Menschen, die irgendwas über irgendwas reden und dann sagen, hey, das braucht man, das brauche ich jetzt. Und ich möchte euch darüber mal eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es bei mir ums Jahr 2019. Und 2019 war mein Jahr. Nachdem ich 4 Monate in Südostasien gereist bin, bin ich zurück in die Schweiz gekehrt, hier wieder als Zimmermann gearbeitet, einen super Job gehabt und einen super Sommer, sehr viele Konzerte und Festivals gemacht, auch als Videoproduzent gearbeitet, viele Aufträge gehabt und Ende Sommer habe ich ein Ticket zum Burning Man ergattert. Und wäre das nicht genug, habe ich nach Amerika eine Festanstellung als Videoproduzent erhalten. Aber wie immer im Leben, nach dem Hoch kommt das Tief. Und das Tief sah bei mir so aus, dass ich einen Brief von der Steuerverwaltung bekommen habe und zwar haben sie mir die Steuerrechnung vom Jahr 2017 geschickt und da wurde ich einfach eingesteuert, weil meine Unterlagen irgendwie verloren gegangen bin. Ja, weiß es auch nicht mehr ganz, egal. Aber Steuerrechnung sah so aus, dass es irgendwie 10.000 Schweizer Franken waren. Eine Woche später habe ich dann noch die Steuerrechnung vom Jahr 2018 bekommen. 8.000 Schweizer Franken. Und ja, ich hatte damals noch ein bisschen Schulden bei meinen Eltern offen und sonst noch ein paar offene Rechnungen. Hab dann meinen Kontostand kontrolliert und sah dann, dass ich irgendwie noch so 2.000 Franken auf meinem Konto hatte. Unter dem Strich hatte ich einfach 20.000 Franken Schulden. Ja. Also habe ich darüber nachgedacht, dass ich irgendwas in meinem Leben ändern will und das Thema Finanzen einfach besser in den Griff zu bekommen. Um meine Rechnungen dann so schnell wie möglich zu bezahlen, habe ich dann eine Liste gemacht für Wollen und eine für Brauchen. Und damit ich so viel Geld wie möglich sparen konnte in der Zeit, habe ich einfach mal alles, was ich wollte oder was mir in den Kopf gekommen ist, was man kaufen könnte, habe ich mir hier bei mir, meinem Bürotisch, habe ich mir aufgeschrieben und darüber nachgedacht, was will ich? Neues Telefon? Willst du das oder brauchst du es? Ja, ich brauche es, denn ja, wenn man in der Gesellschaft noch mitmachen will, braucht man ein Telefon. Aber ich habe ja noch eins, also ist es eher ein Wollen. Und so habe ich einfach jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich was kaufen wollte, habe ich mich zuerst an meinen Schreibtisch gesessen und darüber nachgedacht, ja, ist es ein Brauchen oder ist es ein Wollen? Ich habe 7 Monate eigentlich nur Dinge gekauft, die auf der Liste Brauchen standen. Und so konnte ich innerhalb von 7 Monaten konnte ich fast 16.000 Franken zurückbezahlen. Und als ich dann einen Brief bekommen habe von der Steuerverwaltung, die mir dann vom Jahr 2017 dann 4.000 Franken zurückgestattet haben, war ich wieder in den schwarzen Zahlen und habe mir dann ein T-Shirt gekauft, nämlich dieses hier auf meiner Wollenliste. Ja, das zum Thema Brauchen und Wollen. Mit dieser kurzen Geschichte wollte ich euch eigentlich zeigen, wie effizient man eigentlich Geld sparen kann, wenn man wirklich den Grundsatz mal vor Augen führt, sich selber nachdenkt, was will ich und was brauche ich. Ja, in dem Sinn, danke vielmals fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out.